Willkommen zurück zu einer weiteren Folge der Binding of Isaac Rebirth. Letzte Folge habe ich mit einem kleinen OP-Run, möchte ich mal meinen, unseren Winstreak auf 1 erhöht. Mit Isaac habe ich den D6 gezeigt und ja, was Flo heute vorhat, das wird er euch jetzt sagen. Und zwar schaue ich erstmal kurz durch, wen wir denn noch so machen können wollen. Alle? Ja, wollen nicht vielleicht alle. Das ist so was anderes. Ach komm, so Blue Baby? Was meinst du? Ja, Kane ist eher so dein Ding, habe ich gehört. Ja, also Kane. Außer Boss Rush. Boss Rush ist nicht meine. Naja, dann will ich vielleicht Boss Rush mit Kane mal übernehmen für dich, ne? Sonst ja? Wird das nix. Ja, mach mal bitte. Sonst ja. Sehe ich mich immer in der Bredouille, das machen zu müssen und. Naja, weißt ja, wie es ist. Weißt ja, wie es ist. Wie es nicht funktioniert. Ja. Auf jeden Fall, da oben ist ein X-Stein. Du hast keine Bombe. Ja, danke. Bitte. Ich will dir zeigen, was du alles verpasst. Komm drauf zurück, vielleicht. Ja. Schön mit Bande immer gegen jeden Stein mal kurz mitgenommen. Man muss dazu sagen, wir hatten gerade mal einen Fun-Run gespielt. Auf einem anderen Konto und da hatten wir die ganze Zeit Fliegen, deswegen muss ich mich das mal hier wieder das Bild angewöhnen, normal zu laufen, sozusagen. Ja. War nicht so leicht, mich da durchzuschieben. Überhaupt nicht. Was sind das schon wieder für geile Räume? Ja, Hardcore. Hardcore oder Hard Mode? Das sind Hardcore-Räume. Aber der gibt eine Münze? Der gibt oder nichts. Wie, eigentlich. Nee, der gibt nichts. Das ist seine Fähigkeit. Ja. Träume zerplatzen lassen. Das ist seine Fähigkeit. Was ist denn das hier? Aber ist okay. Das ist Kane. Oh. Nicht okay. Auf jeden Fall hat der Schlüssel-Champion wirklich mal einen Schlüssel gegeben. Aber irgendwie. Ich wollte gerade sagen, mal ein Herz wäre cool, aber die werden ja sowieso nicht getroppt. Eben. Aber so eine Bombe wäre auch was Cooles. Oh. Bombe. Also, ich würde es mal zurückgehen, wenn ich du wäre. Mann, ey. Also, was das Geile ist, diese Ebene ist komplett gerade. Das findest du jetzt geil, oder was? Ja. Also. Könnten wir hier irgendwann, warum nur ein Blaus hat. So eine Ebenenform habe ich bis jetzt noch nicht gesehen. Wir haben nur in der Kleinen die andere Richtung gelaufen. Ja. Sag das doch. Was? Ja. Man könnte irgendwann mal, was würdest du sagen? Den anderen Steinen. Freischalten. Haben wir die nicht schon? Dann das Small Rock, aber den großen. Steht viele Schlüssel auf jeden Fall. Ja, das ist angenehm. Hättest du gleich gehabt, ey, dann hättest du schon einmal fast voll gehabt wahrscheinlich. Ja. Also die ist doch recht groß für eine erste Ebene. Ja. Aber XL war es nicht, nee, oder? Das ist kein XL. Nö. Das ist normal Basement. Aber vergiss nicht, du wolltest hier Speedrun machen. Ja. Da musst du mal ein bisschen Speedrun. Naja, wenn die so lang ist, die Ebene, was kann ich dafür? Kannst du Anlauf nehmen? Zum Boss oder was rein? Ja. Volle Kanne. Aber stimmt, die Kugel ist natürlich wirklich für einen Speedrun geil, weil. Ist ja immer, wo der Boss ist. Und Goldraum. Goldraum und man kann gezielt drauf loslaufen. Und du kannst jetzt inzwischen auch mitspielen, ja. Das war so ein Raum, da traue ich mich mal mit reinzukommen. Alter! Und dein blaues Herz zu verbrauchen, ja. Wenn ihr den Speedrun macht, dann Achtung, bin ich Achtung, das! Weg. Hilfe! Panik! Panik! Kane irgendwelche Vorzüge eigentlich? Er ist stärker, glaube ich. Kann man mit einem Auge schießen. Ja. Das heißt, Effekte, die ein Auge betreffen, betreffen immer das Richtige. Oh. Und das Falsche. Das ich gar nicht. Das wäre sehr bitter. Wie war das mit dem Schaden? Er macht keinen Schaden. Hab ich das vor uns gesagt? Ja? Ja, ja. Ah, okay. Da habe ich ja das Richtige erzählt. Nee, ich bin gerade am Überlegen, aber ich war eigentlich der Meinung, dass der Schaden bei ihm mehr war. Ja, ein bisschen vielleicht. Also. Ja, Bomben. Ja, und 3 Bomben, nicht schlecht. Aber jetzt hier, bisschen Tempo, los, komm, Speedrun! Sind wir nicht. Ja. Eine halbe Ebene zurück fast, ne? Ja. Aber ist kein Problem. Sehr gut. Hoher Schuss, Speed. Das sah gerade noch, glaube ich, so aus. Ja. Achtung.
Ui, sehr schön. Ja, Zeit gespart. Wir müssen das machen. Wir machen das mit dem Zeitsporn. Du hast auch darauf gewartet, dass er jeden Moment vor uns zerplatzt, oder? Ja, ja. War aber irgendwie nicht der Fall. Nee. Also Shotspeed ist immer... Du willst dich doch verarschen, das ist nicht gut. Das sah irgendwie nur so aus, weil wir zusammen in dem Raum standen und nebeneinander geschossen hatten. Ah, sehr gut. Dann kann er eben nichts. Sonst der Raum ist komplett sinnlos gewesen. Ja, wir haben noch keine Kugel gehabt. Ja, dann musst du halt aufhören, so eine ruhige Kugel zu schieben. Hey, das. Achso. Kommt her. Kommt her, komm. Oh, Alter. Hast du irgendwie seine Sprungkraft aufgespart oder was? Ja. Alles mit einmal entladen. Kannst einsetzen? Ja. Okay, da oben ist der Geheimraum. Da ist der Boss. Goldraum ist ganz. Boah. Wieder alles an anderer. An Ecke. Ja. Jeder ist in seiner eigenen Ecke sozusagen. Eklig. Wenn man auf die Ecken schießt, kann man die, glaube ich, treffen. Von hinten kommt eventuell gleich einer an. Ne, ich hab's mir gedacht. Ah, den hab ich. Oh, sie backt sich durch. Sehr gut. Boah, widerlich. Schieben durch. Übernehmen die. Wir beide übernehmen die große. Bleibt bei uns. Ja. Da ist das Herz, da kann ich mich dann auffüllen. Sehr schön, sehr schön, sehr schön, sehr schön. Einfach weitergehen. X-Ray ist direkt das Reinkommen, ja, ne? Direkt reinkommen. Dann gehen wir nämlich gleich nach oben. Warte. Nach links, rein. Also, den verschützt ja gleich immer wieder. Ich dachte gerade so, hey, man kann den Raum und gleich in den anderen Raum. Schieb die mal hier raus. Ja, genau, geh weg. Ja, ja, ja. So? Ah, oh, hey, sind's. Ja, ja, die da hinten einzukeilen, das ist immer eklig. Okay. Und den Freund habe ich gerade. Gedacht. Den habe ich gar nicht geguckt. Oh. An den hast du nicht gedacht? Den habe ich gesehen, aber ich habe nicht tot bekommen. Der hat einfach ein Schwächling. Ey. Nach oben. Achso, Shop. Oh, wir haben sogar genug Münzen. Das Herz kannst du mitnehmen. Und die Batterie, wenn du es willst. Du kannst mal immer, wenn wir in den Shop rennen, eine Münze reinhauen? Ja, eine Spenden, so viel wie du es schaffst. Okay. Der große Geheimraum noch, könnte ja ein weißes Herz drin sein. Schwarzes. Vielleicht auch. Oder zwei blaue. Ja, ja, das macht man. Empress war Schaden. Schade. Wir haben doch so viele Herzen, Mensch. Ja, ich wollte gerade sagen, du hast es ja. Wir haben kein rotes Herzschaden bekommen, glaube ich. Nö. Du hast nur das eine halbe Herz halt aufgefüllt. Läuft. Jetzt, das war's. Ui, sehr geil, sehr geil. Karte. Ja, das hättest du aufheben können. Ah, stimmt. Jetzt wurde es sagen. Oh, die Maske auf jeden Fall mitnehmen. Ja. Und weiter. Speed, Junge. Zeitlich sieht schlecht aus, vermutlich. Ah, es geht. Ja, wir haben aufgeholt. Bis hast du aufgeholt, ja. Shop reinschauen zumindest. Ja. Ah, Bibliothek. Wenigstens alles mal aufheben. Einsetzen einmal. Gibt ein schwarzes Herz. Bomben brauchen wir nicht. Alles klar. Vergiss nicht, irgendwann kannst du auch in den richtig nervigen Raum die Karte einsetzen. Ja, das ist sowieso praktischer, weil wir werden bestimmt noch einige Karten kriegen. Ja. Und daher immer einsetzen. Ja, komm zu mir. Das war gerade Bombeling. Und rein. Gutes Ding. Ja. Jetzt geht's. Nehmen wir. Ist jetzt echt schönes Zeug dabei. Ja. Da würde ich gar nicht erst hingucken. Ja, wie immer, jedes Mal. Ja. Ich bin ausgewischt. Ich habe auch mein halbes Herz verloren. Lemon Party. Nee. Auch nicht. Ui, ey. Oh, sorry. Getroffen. Hä? Die Nova von der roten Spinne. Nochmal Death. Ui, Geld. Sehr schön. Eieieiei. Aber top. Weil waren wir jetzt überall? Goldraum?
Goldraum haben wir schon, ja. Ich wollte mal kurz noch in den großen Raum gehen. Wir haben zwei Death-Koppen. Oh! Das ist fast nicht explodiert ist. Wo ist die andere Death-Karte? Da. Und das Ding aufheben. Ja. Und das Reusable Evil was mitnehmen. Das was? Reusable Evil? Ja, das. Ne, nicht Reusable, der. Das war der Teufelsschwanz da als Springer, weil da war ja auch noch die Affenhand. Hm. Aber die würde ich dann nicht nehmen. Okay. Ja, was macht denn der Teufelsschwanz überhaupt? Na, mehr Evil Up macht er und dadurch halt mehr schwarze Herzen droppen. Ah, okay. Dann geht's noch. Ich weiß nicht, ob die Devil Deals davon auch noch sind. Mehr Shot Speed. Brimstone, alles klar. Auf geht's. Jetzt dürfen wir einiges eingeholt haben. Ja, ja, auf jeden Fall. Und jetzt geht's sowieso umso schneller. The Magic End. Ui, ist natürlich angenehm. Shop muss noch nicht zwingend gehen, oder willst du? Caves 2 ist noch nicht das letzte. Nee. Und daher, ich würde dann schon gerne zumindest spenden. Wir haben ja ordentlich Geld, ey. Ja, aber ich meine jetzt hier nicht den Shop suchen gehen, weil der ist ja am ganz anderen Ende. Ja, ist halt nicht auf dem Weg. Stimmt schon. Goldraum. Yay. Ziemlich sinnfrei, aber ja. Nehm's. Ich bin gerade am überlegen, du spielst. Achso, wir müssen noch überall hin. Alles klar. Außer ich nicht. Alles klar, da oben. Oben durch. So macht ein Feuer aus, sagst du ja. Und zum Boss rein, oder? Einsetzen? Nein, ne? Mal warten. Magicken! Das ist die Frage, weil du kriegst ja immer. Naja, wobei. Oh, die Lasern. Jo. Hä? Was denn? Ja, warum haben wir keinen Devil Deal bekommen? Ja, wurden ja trotzdem getroffen. Das ist. Ja, naja. Wobei hätte uns eh nichts gebracht mit blauen Herzen. Von daher ist okay. Passt ja schon. Jetzt hast du auf jeden Fall Zeit gut gemacht. Und jetzt haben wir auch noch The Lost. Yay! Dev. Nimm doch mit und setz ihn im nächsten Raum direkt ein. Und instant tot. Perfekt. Vielleicht nur ein paar mehr blaue Herzen von unserem. Ja. Unserem Item. Achtung. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Ich hab keine Bombe. Alles klar. Wo sind wir noch? Wo ist eins? Ist immer noch. Zwei Stück noch, also. Nee, einer noch. Achso, ja. Also ja, zwei Shops zwei noch. Shops. Ja. So was gemeint. Jetzt wäre so eine Dagas-Karte was Geiles, oder? Ja, nicht Dagas, sondern. Oh, Dagas. Ja, Dagas war das Fluch aufheben, ja. Kannst hier deine Uhr, dein Magic Ball einsetzen. Judgment. Ja, doch. Wie immer. Geh mein Bestes. Ich hab schon mal daneben. Schieb dann die Treubombe weg. Sehr gut, Hundefutter. Auch recht früh. Was? Hat mich getroffen. Das ist viel. In der Mitte. Alles klar. Ich hab nur auf die Grünen geachtet. Du warst noch nicht im Goldraum. Das ist nicht so der Boss. Bis der sich dreht. Einfach mal so. Ja. Komm mal, Hundefutter. Wir gehen Level Deal. Ja, mit dem. Brauchen wir irgendwie mal noch ein bisschen Damage, dann bin ich eigentlich recht zufrieden. Ding, runter. Das war ein Magician, ne? Ja. Ja, geh auch immer links durch. Brauchen wir nicht. Nee. Ich bin ja gerade ausgewichen, ich weiß nicht wie. Ich mach das Shop. Geh ich mal spenden noch. Sehr gut. Auf jeden Fall besser als Dev. Ja. Okay, wir gehen erstmal weiter. Einen Shop haben wir ja noch. Ah, das ist auch. Waren wir links? Das
gekostet hat. Wieder was der gespendet hat. Oh. Ich wollte ja sagen, das ist immer mit Kane, aber nee, mit Judas ist das eigentlich immer so gewesen. Na, gehen wir nach unten weiter. Warte. Okay. Zum Schuss kann. Boah, hätte nicht gedacht, dass der mich trifft, ey. Letztes Herz und hier ist er. Okay. Sun. Ja, war schon irgendwo besser. Ja, das Sun bringt uns ja einfach mal gar nichts. Und da wir nicht zurückgehen werden, wahrscheinlich. Hier kannst du mal dann noch irgendwann Bomben legen. Wenn du das willst. Ja. Links? Nach links? Ne, rechts. Rechts, meint. Was hab ich denn für eine Links-Rechts-Schwäche gerade? Ah, es sind schwere Zeiten. Nein! Hast du andere Schwächen als gehört? Haha. Aber lustig. Überhaupt nicht. Das war verletzend. Deswegen war es ja auch lustig. Da war's. Da ist der Goldraum gewesen. Mit. Logisch. Dafür sind wir jetzt so weit gelaufen, ey. Ja, hol die Jera wieder. Nach links. Wir das war irgendwie ziemlich weit links, ne? Ja. Ja, hoch. Hoch, 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 hoch. Und jetzt durch, ne? Ja, durch, durch. Und dann nach oben. Genau. Hat man ja schon gemacht. Sollten wir noch relativ gut in der Zeit liegen, hoffe ich. Ich kann ja gleich nochmal reingucken. Ja, locker. Ich denke mal so 15 Minuten. Hm. Oh, 14:30. Doch recht gut geschätzt. Wir haben auch keinen Fluch, alter Schwede. So, setz Kugel ein. Alles klar, wir sind zumindest. Das Sun. Die Karte haben wir schon. Warum gehst du da lang? Falsch. Achso. Runter. Ich sag auch noch, die Karte haben wir schon. Ja. Geheimraum. Das war auch ein, hätte nicht sein müssen. Ja, ja, da schlägt unsere Kugel noch wieder ab. Achtung, du kriegst Schaden durch die Spur. Ja. Denn du fliegst nicht, mein Freund. Ich weiß nicht. Eins lohnt es nicht hier reinzusetzen. Nee. Ab 2 lohnt es sich dann wirklich, aber vorher irgendwie nicht. Aber schön, alle drei wichtigen Räume beieinander irgendwie. Ja. Sie mag dich! Naja, machen wir mal ein bisschen Schaden. Spenden ohne Ende. Scheiße. Ja. Scheiße. Alter! Ja. Völlig verarscht. Leiter, ist die Frage. Sagt die Zeit. Ah, 4 Minuten. Dann kannst du noch zu Ende spenden. Bis zu Ende. Nehmen wir alles mit, was wir kriegen können. Oh. Ja, ne? Das ist die Karte. Oh. Ja, ist ja. Jetzt verdoppeln, das ist doch. Ja, bringt nichts, du hast so viele blaue Herzen. Deswegen. Schon wieder Death. Irgendwas muss der sein. Und ja, wir kriegen Labyrinth-Curse. Dass die echt nochmal Schutz haben, kurz bevor die reinkommen. Wo gehst du hin? Die Bomben holen. Warum? Weil wir einen goldenen Schlüssel haben. Achso. Macht Sinn. Ja, dachte ich mir, wir haben jetzt noch 3 gehabt und wenn mal dann irgendwie noch was zu sprengen ist, wie Schädel oder sowas. Ja. Uiuiui. Wir haben eine Leiter. Du bist gerade voll in die Spur reingerannt. Ah. Fehlt aber irgendwie ein bisschen manchmal die der Sound, ne? Also. Findest du? Scheint alles da. Trittmutter, Achtung. Sag's doch noch, ey. Reagier nicht. Ich drücke mal einen falschen Kontrollstick, bin ich nur behindert. Alles klar. Konzentration. Schön, ich kann immer reinkommen, wenn sie unten nach dir drückt. So. Wir brauchen noch beides. Ja. Dann nehmen wir am besten das Polaroid, was dir Schutz gibt. Ja. Der will dir anschauen. Eckstein gibt's nicht. Ja klar, der will dir anschauen. Sollte man trotzdem ja noch vorher einsetzen. Nein, machen wir nicht. Was denn?
Ich wollte gerade sagen, kannst du jetzt das Item nehmen und dich mit der Karte raus teleportieren? Das würde aber dir den Boss Rush nicht geben. Ja, das bringt uns nichts. Nee, würde ich auch nicht nehmen. Aber Yara mitnehmen, weil... Da droppen auf jeden Fall rote und blaue Herzen ab und an. Und wenn du getroffen wirst, könntest halt du die Chance haben, dass du blau droppst, selber. Mhm. Die Frage ist, ob man nicht doch einen Devil mitnimmt, wenn man dann fast stirbt oder so. Naja. Schwierig, naja, weil... Kannst du erstmal gucken, was hier drinnen liegt. Die Wick wäre, glaube ich, das Beste. Die gibt uns Spinnen, ne? Die gibt Spinnen, wenn du Treffer landest, wenn ich mich richtig erinnere. Ja, zwei Herzcontainer, ja, schön und gut, aber ich würde sagen, wir stellen uns da drüben hin und gehen dann im Uhrzeiger, gegen Uhrzeiger dann zurück. Wie hält denn die Spinne aus, ey? Ja, oh Gott. Aber wie gesagt, wir lasern auf jeden Fall ganz gut. Und durch die ganzen Spinnen, die wir dauernd kriegen. Und ja. Also können wir das ruhig machen. Ja, ist gechillt, würde ich sagen. Und wie gesagt, die Spinne liegt da hinten auch noch einmal selber spinnen, was sehr angenehm ist. Oh, der backt sich vielleicht durch. Achtung. Aber wie der sich jedes Mal rumbackt, das ist so schlimm. So, jetzt müssen wir mal gucken, wo Logi ist, da oben. Wieder runter? Ja. Ausgangsposition. Alter, nein! Wir müssen mal der Standort wechseln. Die Seite wechseln. Wir müssen sowieso jetzt dann langsam nach links oder rechts oben gehen, weil Jordi dann kommt. Jordi? Ja, ja. Sterben die schon wieder irgendwann so einer Kacke oder? Naja, eigentlich liegt gar nicht so viel rum. Deswegen ja. Ach ja, Monstro. Müssten beide, die anderen beiden auch bald kommen, ne? Ja. Okay, na, der ist wahrscheinlich an Spinnen gestorben. Ja. Hier laufen aber auch viele rum, ey. Ja, die verteilen es halt schön, das ist nicht die fliegen, die halt bei dir bleiben. Bestimmt, die rennen halt überall rum. Achtung, Laser! Ja, ja. Weich nach oben oder unten aus? Bleib mir. Oder was meinst du mit Ausweichen für den Laser, oder? Ja. Wenn nicht, dass du mich dann. Na gut, dann gehen wir hoch. Rein zuerst, weißt du? Ja. Hast du mal geklärt? Ja. Was kam jetzt? Ach ja, ihr beiden. Und hin. Hin. Wo gehen wir hin? Ja, genau. Bitter. Ich hab dich nicht reingezogen. Nee, das war meine eigene Schuld. Oh, der Laser. Ist beide erwischt? Ja. Oh, ich renn nochmal rein. Stark. Riesige Leistung. Ja, ich lass dich mal machen, glaube ich. Nee, wäre halt so dumm, wenn du jetzt reinkommst. Ja. Ah, so schlecht sieht's nicht aus. Also. Ist halt dann mal ein bisschen Konzentration. Wir kriegen halt trotzdem volles Herzschaden in der nächsten Ebene. Oh oh. Basti. Aber er ist auf jeden Fall von seinem hohen Ross runtergekommen. Wichtig. Ja. Keine Senden mehr. Achtung. Das fährt jetzt noch. Genau. Lebt. Oh. Ja, du hast Satan zumindest schon mal komplett besiegt. Der das letzte Mal mein Tod war. Hat sich gerecht, oder was? Ja. Kane's Other Eye. Ja gut, der Preis ist jetzt ein bisschen sinnlos, aber naja. Ja, der ist bitter irgendwie für die Anstrengung, die du auf dich genommen hast. Ja, ansonsten, wie gesagt, durch das dadurch, dass wir Hardcore spielen, hast du eigentlich Herzen. Du sagst auch Hardcore, Hard Mode. Das ist schon Hardcore, was wir hier spielen, oder? Aber ja, würde ich
trotzdem mitnehmen. Was war jetzt beim Devil Deer drin? Beim Devil Deer war... Guppies Hairball. Ach ja. Naja. Und für, ja... Nicht für Diera mitnehmen, man, also ganz ehrlich. Wir haben nur 3 Herzen zur Zeit. Wie sah das wirklich, wenn wir irgendwo 2 blaue Herzen droppen, ist das schon eine Goldgrube. Fuck! Du hast sie nicht getroffen, du hast die Leiter übrigens, du kannst rüber geht laufen. Ja, das ist, ach so, damit schneben sie. Nein. Ja. Ich dachte schon so, du darfst in sie reinrennen. Ist dir genehmigt. Nee, das wollte ich doch nicht. Boah, nicht sagen. Aber unbedingt irgendwie mal einen X-Stein finden. Mhm. Ich werde auf jeden Fall Ausschau danach halten. Boah, das war glücklich. Höchste Eisenbahn. Was könnte das sein? Steamsee. Kürzei. Nein! Ist egal. Ach ja. So, na gut. Wenn du jetzt getroffen wirst, könnte es sein. Ja, gut, das ist scheiße. Aber ansonsten ist es zumindest nichts von der Schussfrequenz her. Ja. Ein halbes Herz, kann man sich schon mal merken. Das war fies. Ja, stand ein bisschen schlecht. Kannst. Was ist es? Mach mal Jara. Ist. Kann gut sein. Dann reicht jetzt auch schon ein blaues Herz. Einfach nur mal blauer Stein. Hier ist keiner. Aber so ein Automaten könnte einer rauskommen, rein theoretisch. Kann ich sprengen, oder was? Ja. Okay, dann mach ich schon mal. Yay. Ja. Ja, lass das mal liegen. Weil wenn nichts Gutes kommt, kann man immer noch das Geld verdoppeln, immerhin. Ja, was bringt dir das? Ja, wenn noch ein Arcade-Raum kommt, wir sehen ja mal die Karte. Na gut, wir werden sie jetzt ja gucken, ob ein Arcade-Raum kommt. Raum, nee, Raum. In der nächsten Ebene. Dann verdoppeln wir mal die Münzen und... Ja. Und nimmst dann die andere Jära nochmal mit, oder was? Ja. Na gut, das stimmt. Kein X-Stein, Emperor. Nee. Was ist denn das? Marms Herz, ne? Ja. Sehr widerlich. Aber mach doch mal die Scheiße kaputt. Da können auch blaue Herzen drin sein, wie du mir mal erzählt hast. Kann sein, ja. Beziehungsweise, was gut ist, ist einfach mal die Tatsache, dass wenn dein Item aufgeladen ist, du dadurch auch blaue Herzen rausschmeißen kannst. Stimmt, ja. Hier ist schon mal der X-Stein, den wir gesucht haben. Ja. Dann noch nicht einsammeln, sondern mach erstmal noch einen Raum. Ja, ja. Ich geh erstmal in den Geheimraum. Trip. Yay. Ja, nee. Ja, okay. Ja, wir nehmen den anderen Raum. Halt ab. Hey, nicht schlecht. Gut. Dann... Na, ja. Noch ein Raum halt. Ja, okay, das. Da ist noch ein X-Stein, da könnten noch 2 blaue drunter sein. Achtung, wegen der... Genau. So, dann das Item, wie gesagt, in den anderen Raum einsetzen. Ja. Was haben wir denn noch? Wir haben sogar noch 6 Räume über. Mhm. Theoretisch, wenn wir sehr risikoreich werden. Ja, ja, na, haben was, wir was ist es? The Fool. Kannst du testen. Ich würde auf jeden Fall das halbe Herz jetzt erstmal holen. Das ist normale. Ja. Ja, das ist klar. Was war denn hier noch? Nayara. Nee. Nicht mehr. Ach, die lag da unten drin, alles klar. Ja, dann. Also erstmal weiterlaufen. Scheißkiste. Boah, wirklich. Geht, alles gut, alles gut. Achso, nee, macht keinen Schaden. Ja gut, das kannst du jetzt rausschieben. Das wäre sogar Health-Up, oder? Aber das kannst du nicht mal sagen, aber. Das war doch das Weiße ist Health-Up. Yay. Na doch, ist ein leichter Punkt für unsere. Ja, ja. Aber es kommen noch 2 Räume.
Weißt du wie? Also wenn da jetzt keine Batterie drin ist? Naja, wir haben noch den Warum, es passt. Also der Battle-Raum. Battle-Raum haben wir auch noch. Und Boss? Ist das der erste Boss? Was denn? Nee, das ist Ist das dann schon warm? Das ist Herz. Nee. Stimmt. Also den Raum hätten wir rein theoretisch dann auch noch. Achtung, Stacheln. Was war denn das mit den Pillen? Weil ich hab die Leiter, fällt mir gerade ein. Kann ich da irgendwie drüber? Oh, muss nochmal zurückgehen. Zwei Räume zurück. Ich glaube nicht, ne? Nee. Ah, warte, ich versuch mal kurz. So, ein bisschen vorsichtiger arbeiten, dass ich erstmal genau das nicht passiert. Ja, und jetzt soll ich jetzt eine Bombe reinfacken? Sorry. Na, du kannst versuchen. Aber ich befürchte, dass das auch nicht so viel bringen wird, weil ich muss sie jetzt erstmal. Ich muss halt hinter die kommen. Naja, du musst sie ein Stück in den Gang reinschieben. Warte. Stark. Das kriege ich hin. Genau, das nicht. Kannst du die mitten in den anderen Raum reinnehmen, wo das blaue Herz lag? Ja, nee, oder? Doch, da liegt eine Karte. Ah, du kannst sie sowieso rausschmeißen. Wir wissen doch jetzt, wie das geht. Das heißt, wir tragen das rüber. Wir tragen das rüber und schmeißen die raus. Und dann musst du auch zurückkommen und die Ära holen. Ja, tut uns leid, Leute, dass das gerade so ein bisschen dauert, aber... Wir wollen euch ja ein gutes Let's Play bieten, wo wir auch was schaffen und dafür... Das jetzt mitnehmen. Ja, ja. Ist halt leider ein bisschen Vorbereitung vonnöten. Ja. Und wenn ihr nicht wollt, könnt ihr ja skippen. So, wie war das jetzt? Rechte Schultertaste halt, 3 Sekunden gedrückt halten. Genau. Verrückt. Dass das klappt, hä? Ja, Emperor. Ja, ich würde jetzt erstmal die beiden Räume unten noch machen. Okay. Chillisch. Jo. Und nochmal chillisch. Ja. So. X-Stein haben wir ja keinen mehr. Nö. Nee. Ich würde trotzdem mal... Die 2 oder was? Ja, die 3. Uiuiui. So, dann hol mal Jera. Jera, genau. Und schau mal den... Ah, du bist nicht voll. Dann ist die Frage, ob du vor und verdoppeln nochmal den Boss machen willst. Und dadurch dann halt nochmal dein Item einsetzen kannst. Oder ob du sagst, nee, machen wir nicht. Naja. Und du setzt das Item lieber ein... Zur Safety oder was? Ja. Emperor. Emperor brauchen wir gar nicht. Nee, dann nicht Safety, sondern dass du dann in der nächsten Ebene direkt die Karte kriegst. Ach so, nö. Am Ende kommt es dann wieder so, dass wir wieder die Räume ja machen, so wie jetzt, weil wir halt das einfach haben wollen. Okay, das heißt, du machst jetzt erstmal den Boss? Ja. Willst du Jera lieber rausschmeißen, nicht dass du aus Panik drauf drückst, weil ich kenne mich, ich würde sowas tun. Oh, oh. Was denn jetzt? Ich hab's Item gedrückt. Ich hab die falsche Schultertaste gedrückt. Es wäre auch schon zu spät gewesen, aber ich bin trotzdem erschrocken. Ja. Dann haben wir übelstes HP. Soll ich erstmal spielen? Kannst du es auch machen, Mama. Du musst halt aufpassen, du brauchst das Herz nicht. Ja, wobei es eigentlich sinnlos ist, oder? Naja, nicht so wirklich, weil die Herzen, die wir durch die Health-Ups bekommen, müssen wir vollkriegen. Das ist das Problem. Also wäre gut oder schön. Ja. Und ich krieg Spin. Das stimmt mit jedem Kill. Nein! Sorry! Oh. Ja. Ich hasse dich. Jo, wo sind all deine Spinnen hin? Das heißt, all deine meine Spinnen. Ich hatte doch gar nicht so viele. Ja, du hast auch zumindest 2 gehabt. Sind die alle gleich losgestürmt? Ja. Achso. Ja, das wird's fair sein. Ach ja. Okay, ich hab was freigeschalten. Sehr gut. Reicht vollkommen. Ich werde erstmal kurz rübergehen. Ja, mach erstmal. Bin so aufgeregt.
Naja. Ja, dann. Genau, falls sich jemand fragt, warum ich erstmal die andere Jera-Rune holen. Jeras verdoppeln sich gegenseitig nicht. Ja. Das wäre ja sonst ein unendlicher Kreislauf. Ja. Sicher? Du kannst testen. Dann schmeiß raus und hol die andere. Nee, es, wir hatten das doch schon mal irgendwann. Ich weiß gar nicht, wann das war. Das war so ein typischer D20-Run bestimmt. Ja. Hä? Woher weißt du, was ein D20 macht? Wir haben doch erst vor zwei, in die letzte Folge freigespielt. Ja, ja. Das ist ja ganz schön seltsam gerade. So, einmal Jera. Und es hat sich nicht verdoppelt, so ein Mist. Komm her. Und nochmal Jera. Hui. Und du hast jetzt noch viermal Health abliegen, das ist so geil. Und du hast The Fool, das heißt, du kannst dann... Achso. Soll ich den viermal Health abnehmen? Das ist die Frage. Weil so viele rote Herzen wirst du nicht kriegen. Höchstwahrscheinlich. Naja, einmal kannst du auch noch mitnehmen. Weil sowohl Emperor als auch The Fool ziemlich sinnfrei. Naja, Emperor macht bei... Wo gehst du jetzt hin? Satan? Oder Isaac? Isaac. Würde halt bei Isaac vielleicht Sinn machen? Wieso kamen jetzt gerade Spinnen aus mir raus? Die Spinnen sind... Die Spinnen sind mit mir gestorben. Ich glaube, jetzt erzählst du Quatsch. Nein, guck doch mal! Ja, ich sehe es. Und jetzt müssten sie wiederkommen. Da, sind sie? Aber wie geht das? Also. Naja, weil Sister Maggie ist die zwei, ist der zweite Begleiter. Okay. Nee, du. Hä? Das stimmt eigentlich. Du Wick? Das ist seltsam. Was denn? Nee, weil die Spinnen kriegen wir durch die Wick und nicht durch die Sister. Weiß nicht, ich hätte gesagt, dass was die. Was ist denn als, da los, ey? Dass die als der zweite Begleiter gelten. Ein Glück kennen wir den Himmel, ja. Aber hat. Ein Glück hast du Jera schon eingesetzt. Ah, da kommt jetzt ein Herz raus. Ui, wie schlecht. Guter Freund. Was hast denn du für ein Luck, ey? Hab ich denn überhaupt Luck? Ich weiß nicht, kannst du mal nachgucken. Na klar, du hast Kane, Kane's Foot. Den hat er automatisch oder was? Ja. Okay. Das heißt, du hättest eigentlich sowieso generell die ganze Zeit spielen müssen. Aber das müsstest du doch auch haben. Auch haben. Haben. Achso, weil es ein Item ist, meinst du? Ja. Warte mal kurz, ehe du weiter rangehst. Hä? Ja, weil das Lehrer hat gerade die roten. Alles klar. Wenn du schon so viele Bomben hast, magst du mal irgendwie kurz hier rechts die Wand sprengen? Ja, wir haben X-Ray. Achso, das stimmt. Oh, das ist eine schwarze Kiste, die da unten drin war. Was denn für ein... Wahrscheinlich, ja. Eine rote, meinte ich. War eine rote Kiste, ja. Mit okay. Den zwei Pillen. Ach ja. Okay. Flyla! Alter, also nicht schlecht. So. Das Ding noch sprengen? Ne. Jetzt kannst du wahrscheinlich... Achso, das bringt jetzt nichts. Deswegen ja, ich wollte halt eben, bevor du das nächste schwarze Herz aufnimmst, das machen. Ja, na dann gehen wir weiter, würde ich sagen. Ja, nimmst du das mit, oder? Nee. Schon Crystal Ball. Okay. Obwohl, fliegen? Ist die Frage. Schwierig. Ja, das Crystal Ball kann dir auch Jara geben. Ja. Hat's schon zweimal gemacht. Gut, sag mal, im Himmel sind nicht so viele Abgründe, oder? Ach, keine Ahnung. Ich erzähle irgendwelche Scheiße. Lass mich! Nee, ist schon praktischer, wenn man mal ab und zu die Karte kriegt. Na gut. Ich wollte gerade in die andere Richtung gehen. Ja. Du Fug! Ich habe mal kurz geklärt. Sehr gut. Alter, was für ein Raum, ey. Sehr wichtig. So. Sorry, da musste ich jetzt reinkommen. Ist alles gut.
Außer dass ich meine Spinnen vermisse. Was machen die? Warum geht die mal rein? Fast so, als wären die. Hallo? Intelligent? Intelligent. Da bin ich wieder. Und da sind deine Spinnen wieder. Ja, wenn wir beide schon so drauf lasern, ist das schon cool irgendwie. So. Kannst du einsetzen? Wir haben noch nicht ein blaues Herz davon bekommen, oder? Nicht wirklich. Wahnsinn. Guck mal auf die Karte. Oh, ein Würfelraum. Oder was anderes. Ja. Ah ne, Würfelraum kann es ja dadurch nicht sein, ne? Das ist so ein Truhen-Kistenraum. Ja, genau. Aber das für die roten Herzen würde sich das lohnen, wenn dann in den Kisten was drin ist. Das stimmt. Und der Geheimraum ist ja auch gleich. Ja. Alter Schwede! Achtung! Keiner bewegt sich. Du hast dein Gehirn verloren? Ja, ich wusste es, ey. Was denn? Naja, man sieht's nicht, aber es ist nichts scheint. Und woran hast du es jetzt erkannt? Dann hab ich's gesehen. Ah, alles klar. Ja, wohin? Großer Raum. Na, wir wollen ja zu dem Ding. Okay. Oh. Ja, es war schlauer, das hier zu machen. Ja, nee, ist auch okay gewesen. So, dann kommen wir rein. Helf ab, hä? Wie war's? Ja, ist doof. Das hatte ich befürchtet, dass wir absolut... Wir haben ja, ne, gar kein ja. Rotes Herz bekommen. Wenn du hier Little Chat nicht hast. Top. Zum Glück hat er nicht die, die Springenden gespawnt. Oh, die, das wäre eklig geworden. So, ist die Frage, ob man es nochmal voll macht für den Boss. Naja, zum einen das, zum anderen haben wir den großen Geheimraum noch nicht, wo Herzen drinne sein können. Du kannst übrigens über Abgründe laufen. Ach so. Weißt du, was ich nicht meine? Den ja. Super Geheimraum. Ne, du wirst ihn sehen auf der Karte. Du hast sowohl den Helm wie auch die Brille. Ach so. Bin halt eine richtige Maschine. Hast du? Hast du. Mm. So. Ja gut, der Raum ist gechillt. Ist okay. Aber Achtung, nicht über die Spuren laufen. Ja. Der ging zu. Na. Kann man spielen? Soll ich oder? Ja, eigentlich. Das ist ja halt die Frage, ob es für mich auch gilt. Probier's mal. Okay, erstmal verloren. Nichts. Nichts. Eine Münze. Irgendwie. Ist nicht so toll bei dir. Und ich würde sagen, wenn du dagegen rennst, dass du öfters gewinnen würdest. Dann geh mal weg. Oh, jetzt ist wieder diese Scheiße hier, Scheiße ist. Jetzt sind wir so nervös. Pretty Fly. Ja, wirklich öfter gewinn ich auch nicht. Nee. Ich muss nur aufpassen, wenn es den Automaten sprengt oder so, dann haut es mich erstmal in die Stacheln. Gib mir doch nur ein Herz. Was machst du jetzt? Lass da außen liegen, ich mach so raus. Ja, wenn du mit Reiter spielen kannst. Oh, nichts mit Reiter spielen. Oh. Ah, behindert. Dann lass die Schlüssel da liegen, du hast 40 Stück. Ja, aber es regt mich auf, ey. Für verfickte zwei Herzen nichts bekommen. Das ist schon mal ein X-Stein und Dings. Ja. Und ein Herz. Bring doch noch mehr. Da, so. Wir haben ihn. Okay. Oh, fahr runter. Ich fahr runter. Da wäre ich ja voll in die Bombe gefahren. So, noch ein bisschen Damage. Schwarzes Herz? Ja, ja, ne, ich habe gerade nochmal geguckt, ob man. So. Oder überlegt, ob man nochmal auf Yara wartet.
Oder Fiera spekuliert sozusagen. Schön noch auf. Ja. Ah, ich bin gerade am. Ach so, klar. Ja, nee, okay. Was? Naja, spekuliert man auf Fiera oder nicht? Ja, wir gehen erstmal weiter. Nein, er hat mich gefangen, ey. Weil ich zurückgehen wollte, das ist sowas Behindertes. Ich wollte dich nämlich nicht durchzerren. Ich geh kaum, soll ich reinkommen? Nee, das wir gehen jetzt gleich nach links. Doch einfach. So, nur noch einer, ey. Ja. Achso. Dann. Na, wie viele Räume haben wir noch? Ah ja, gut. Und? Nee. Ansus. Ja, bringt dir. Null. Ja. Ansus war doch Geheimräume sehen, oder? Ja, jetzt sehen wir. Ui, sehr schön. Ja, aber. Ja, aber. Ja, naja. Oh, oh, Triple Bed Trip. Nee. Ob ich das einsetze, ich weiß nicht. Lockdown! Hämantitis oder sowas. Alles wieder weg an Herzen. Oh. Nee. Ah, nee, ich hatte überlegt, ob du erstmal die anderen Herzen einsammelst, eh du hier verdoppelst. Aber ja. Ist ja im Endeffekt jetzt egal. Gut, man hätte halt mehr bekommen, wenn man noch die Health Up jetzt eingesetzt hätte. Ja. Aber naja. Ah, das ist dann trotzdem nur das kriegst du nie wieder voll. Ja, wir kriegen ja auch so keine Herzen, siehst du ja. Naja. Nee, ich meine keine blauen. Ach so. So, jetzt kommt's Herz. Was hast du nur oben liegen lassen? Aus Gefühl? Ja. Achtung, irgendwas Verrücktes. Nee. Weil, doch würde ich mitnehmen, falls du in den Challenge-Raum reinkommst. Kannst du dich damit raus teleportieren oder irgendwas anderes. Also Health Up nicht mitnehmen. Ja, für was? Würdest du es einsetzen? Eher nicht, oder? Wenn wir, keine Ahnung. So, auf jeden Fall aufpassen, nicht von der Mutter treffen lassen, weil sonst wirst du raus teleportiert. Vielleicht. Wir wurden noch gar nicht teleportiert. Haben sie das irgendwie rausgenommen an dem Item? Mal so nebenbei. Müssen wir gleich mal nachgucken, ob das weggepatcht wurde. So, ich bin oben, wo die Tür ist, oder? Ja. Um die geslowt ist. Okay, aufpassen wir da. Ja, ja. Glas Baby. Glas Baby, naja. Ach so. Ach, Erfolg, alles klar. Du hast das Polaroid mitgenommen. Ja, ja. Also nach oben. Ja. Wir gehen nach oben. Ich bin hier so konzentriert, dass mein Kaffee kalt wird. Ja, super. Nee, nicht Suppe. Kaffee. Kaffee. Kaffeesuppe. Yay. Wenn man den gebraucht. Immer. Ah, deine 42 Schlüssel, die du hast. Zur 42. Folge. Ein Zeichen. Dass ich die schaffen werde? Ja. Muss das sein? Uiuiuiui. Dann ist so, als wäre ich erschrocken. Wir haben ihn sehr schnell gekillt, bevor er überhaupt einmal Sensen beschworen hatte. Boah. Boah, da war auch wichtig, dass der vor mir gestorben ist, der wollte gerade schießen. Soll ich schießen? Kann der überhaupt schießen? Ja. Also der rusht nur. Nee, der schießt so Dreierschüsse. I found Pilz. Yay. Nehmen wir. Nehmen alles, was wir kriegen können. Wir geben nichts zurück. Genau das. Sehr gut. Sehr gut. Falsche Richtung übrigens. Ja. Tja, jetzt mal eine Kugel später eingesetzt. Und glaube, wenn wir Pech haben, genau, Verfolgungsbomben. Hä? Also wo ist das gerade explodiert? Hä? An wem ist das? Ja, ich bin rechtzeitig reingekommen. Das ist auch sau schnell, oder? Ja. Ganz einsetzen. The World, the Karte. Ah, nee, Resistance. Algis, sehr schön. Helligkeit. Ach, Algis, scheiße. Oh, nee, ich bin so behindert. Scheiße!
Was war das andere? Fuck. Nee. Oh, ich vergesse immer irgendwas mit E. Nee, E auch nicht. E. Ja gut. E nicht. Da, jetzt kannst du halt rein. Kannst du mitnehmen und nicht raus teleportieren. Noch ein Fliegen-Item und du wirst zu Lord of the Flies. So, und wie viel Mal machst du jetzt Krieg? Dass du immer Krieg machen musst, also ehrlich. Kannst nicht lassen. Nee. So, wir gehen. Miniboss, das könnte vielleicht sogar ein Herz sein. Ja, könnte. Oder ein irgendwas cooles Einsatzbares, eine Bombe oder so. Was ist denn cooler als dein? Nein, das nicht, aber. Das können aber auch verstärkte Bomben sein. Und zum Bomben hast du genug. Das ist Last. Na, dann sind es Spritzen eventuell. Das ist auch ganz gutes. Ja. Das ist schnell für mich. Oh nein, es ist noch eine Pille. Die wir noch nicht hatten. Dass mir irgendwie Angst machst. Macht. Range-Up. Range-Up. Das ist natürlich sehr wichtig mit deinem Brimstone, dass du einen Range-Up hast. Auf jeden Fall. Was waren denn diese Fliegen eigentlich? Was wir jetzt gerade bekommen haben? Die Fliegen? Dieses Fliegen-Item. Ach ja, das ist so eine. Ist das so eine Revenge-Scheiße? Ja, die kommt erst raus, sobald du einmal getroffen wurdest, glaube ich. Schon wieder erfahren Pills. Naja, wir finden Pillen. Ist doch okay. Guckst du jetzt gerade nach, ob der. Achso, welche. Erstmal ja. Welche Rune oder was? Uiuiui! Berkano! Also die aussieht wie ein B. Nein, nie im Leben. Was denn? Na, die den Fluch entfernt. Das ist Dakas. Achso. Das habe ich doch davor schon gesagt. Ey. Würde sich lohnen reinzuspringen. Ja. Mach mal auf. Auch generell. Kannst du ja. Du hast so viele Bomben. Leg nochmal in die Mitte, Ena. Ach mal hier, Achtung, wegen der anderen. Weil vielleicht kommen wir ja doch nochmal irgendwo durch eine Falltür, aber. Ah, X-Stein. Nee. Hä? Nee, alles okay. Weil die oben drauf immer das X haben, weißt du? Ja. Sehr verwirrend. Du kannst über einen Dingsraum in den Stachelraum reinkommen. Ja. Über einen Geheimraum. Ich kann auch den Devil Deal machen. Kann ich nicht. Du kannst auch deine Schlüssel verdoppeln. Geil. Nein, nein, nein. Oh, ein Glück hat er keine Batterie gegeben. Ich hätte mich in den Arsch gebissen. Ja, erstmal Geheimraum. Ja. Okay. Pilz haben wir zwar schon, aber vielleicht gibt es den kleinen noch. Minimash. Ne, es gibt Gegner. Oh, die hab ich nicht gesehen. Also das ist ja das einsetzbare Item. Also das Trinket. Jetzt Pilz Trinket. Trap. Energy! Lockdown. Helfer und. Kennen wir nicht, oder? Nö. Nee. Ranger. Achso, hat man ja gerade. Den hat man schon. Ja, das hat man schon. Liegt irgendwo ein Herz? Nein. Okay, dann stürze ich mir meinen Tod. Ja. Muss ich den. Einfach laufen. Ich habe mich gefragt, ob ich die Füße angreifen muss, bis er wieder was anderes macht. Ich glaube nicht. Ich glaube, den kannst du keinen Schaden machen. Boah, das muss natürlich jetzt noch sein, ne? Ja. Es ist dauerhaft laufen, oder? Nee, schon. Obwohl der auch sehr komisch gerade geschossen hat. Der ist tot. So wie ich gelaufen bin, war das auch nicht so ganz intelligent, aber naja. So, das. Hallo? Irgendwas lebt noch, irgend so ein kleiner Scheißhaufen oder so. Da, ach da. Ja, nein. Alter, wie oft ist das hier hatte in der Ebene? Das hat schon nicht. Was? Könnte hier eine Paralyse sein? Nee. Warum? Wer es kann? Helfer? Ja, Bowser's Ziel? Elf down! Kannst du eine Elf ab einsetzen? Ja. Super, oder? Ja. Deswegen haben wir es aufgehoben. Ich wusste es. Du wolltest da nochmal rein? Wegen den Herzen da drin. Gib mir einen Punkt. Wo hast du jetzt diese rote Fliege hergehabt?
Ist das das Fliegen-Item gewesen? Naja, aber warum ist sie jetzt da? Du hast hier keinen Schaden bekommen. Sie hat sich einfach nur gefreut. Weiß ich nicht. Seltsam. Ist das vielleicht besser hier? Achso, doch. Naja, mehr rote Kisten. Ja, durch das Evil-Up haben wir übrigens... In der Tat wäre das ziemlich geil, weil das würde es, glaube ich, bedeuten... Dass wir aber in der nächsten Ebene nur noch rote Kisten kriegen statt goldene. Naja, aber in den roten Kisten sind überall Items drinne. Aber wir kriegen ja nicht mehr Kisten dadurch, oder? Das nicht, aber das sind halt alles Satans-Item, glaube ich. Also halt aus dem roten Kistenpool. Ne, wären die nicht zu goldenen Kisten? Bin ich mir jetzt gerade echt nicht sicher. Hui. Hui. Ja, die hat verlangsamt. Sehr gut. Nicht treffen lassen. Nicht treffen lassen. Ja, knapp, aber oh, kriegst du hin. Ist doch super. Sag ich, dass er verlangsamt war, hätten jetzt die Strahlen auch extrem langsam runterkommen müssen irgendwie. Ja, bin ich aber schon. Oh, sehr gut. Das ist heute something icky. Icky. Ach, dieser Ersatzboss anstatt Daddy Longleg. Ach so? Hast du jetzt freigespielt. Und dann geht's, ja, weiter. Wir haben alles gemacht. Ja. Jeden einzelnen Raum und ich glaube, kein einziges rotes Herz in irgendeinen der Räume. Nee. Wir haben nur unser Blaues verloren. Ah. Something icky. So, das wird doch jetzt alles rote sein. Genau. Da sind trotzdem Items drin, sagst du. Nee, eben nicht. Das ist dann natürlich... Dann mach doch nicht auf. Ja, warum? Können da trotzdem Gabi-Items drin sein. Oder sowas. Okay. Gabi-Item. Von daher... Fahr runter. Oh. Er kommt! Ich bin zu schnell für ihn. Stopp. Kriegt uns nichts. Nee. Two of Diamonds. Yay! Münzenmultiplikator. Braucht man. Ja. Okay, wir haben einen langen Weg vor uns. Wenn wir mal Paler waren. Ich stopp. Das habe ich mir gerade auch so gedacht. Genau im richtigen Moment verlangsamt irgendwie. Ja, und auch so mehr zufällig, weil er einfach nur vor ihm gerannt ist. Halbes Herz, ich glaub's ja kaum. Temperance, wenn du das sprengst, könnte noch ein Herz drin sein. Ja, könnte. Na ja. Ist ja, eh egal. Es schützt uns halt kurz. Ja. Das war jetzt nicht so schlau, aber naja. Kennt man halt von mir, ne? Das war nicht so schlau. In den Raum reinzugehen, das ist absolut. Also, ich hab's irgendwie... Ja, damit lädst du halt ein Item auf. Ich hab's gut gelöst, mal so nebenbei, aber... Nein, wir müssen jetzt drüber reden, wie dumm es war, in diesen Raum reinzugehen. Nicht, wie gut du ihn geschafft hast. Bring dich raus oder so? Wir gehen weiter. Ja. Ich hab ein blaues Herz generiert. Das holen wir noch. Du konntest nicht sprengen. Okay. Genau, du musst das machen. Wir machen das mit den... Wir machen das mit den Gegnern. Das klingt nach einem Plan. Kein Problem. Siehst du, stell mir vor, hey, du hast diesen Raum übersprungen, der war so einfach. Ja, ich hätte das weiße Herz nicht mehr nehmen sollen. Das ist so bitter, ey. Oh, der hat mich getroffen. Ah, scheiße. Oh, ich renn rein. Kacke. Na klar. Oh, ey, Leute. So, gerade bitte. Ein wenig. Battler, was natürlich ziemlich geil ist. Oh ja. Da kann noch ein Fliegen-Item gehen. Da kann es sogar passieren, dass du jetzt wirklich zu Lord of Flies wirst. Weiß doch nicht, ob dir das noch irgendwas bringt, aber... Gibt halt nur rote Kisten, was ziemlich bitter ist. Obwohl. Ja, wobei.
Der gibt trotzdem noch rote Kisten. Nein, nein. Ah, nee, du meinst, wenn du das Trinket verlierst. Ja, ja. Stimmt. Dann werden die jetzt zu goldenen. Ja. Achso, da wären das alles Items? Ich glaube ja. Ja, Lockpicking. Nimmt man aber trotzdem. Ja, auf jeden Fall. Schade. Hä? Ich war eigentlich der Meinung, dass sobald du in der Chest bist, war es doch so, egal was für eine Kiste du bekommen hast, da kam ein Item raus. Selbst wenn es eine schwarze Kiste war. Ich weiß, deswegen, ich würde die nicht mitnehmen. Weil wenn jetzt noch irgendwo Kisten kommen, erhältst du ja ein Item dadurch. Ist halt jetzt die Frage. Ja, könnten auch blaue Herzen drin sein. Ey, Leute! Das gibt's doch nicht. Ja, na. Das gefickt ja wirklich. Kriegst nicht hin, Leute. Auch wenn mein Shotspeed so hoch ist, aber. Jetzt das Herz, weißt du? Zwei von denen. Einfach nur Wahnsinn. Joker. Krabus! Ich hab's vermisst. Hat die Karte gegeben? Auf Klaps, naja. Yay. Naja, Krampus. Oh mein Gott, ein halbes Herz. Wie meins eindeutig zu gut mit uns. Ich wusste zwar langsam, aber. Kriegt man dadurch überhaupt Herzcontainer? Also ein halbes Herz, yay. Bambus einsetzen? Nee. Ja, die sind noch langsam genug. Okay. Oh, jetzt hat er einen ekligen Winkel. Boah, das stimmt. Naja, ich komm wieder. Ja, mit einem halben Herz. Halbes Herz. Einen anderen Raum versuchen? Ja, wie anderen Raum versuchen? Ja, kannst du noch in einen anderen Raum reingehen und hoffen, dass du es kriegst. Nee. Nee, nee, nee. Huh? Ja, du kannst. Ach so, ist ja zufällig. Oh ja. Mann, ey. Das quält mich, das Spiel. Es quält mich. Oh, ehrlich? Oh mein Gott, guck mal, ein halbes Herz. Krähe bringt mir absolut gar nichts. Nee. Dann müsste ich erstmal. Ach doch, bringt sie. Sie kommt da rein, wenn ich treffe. Ach so. Stirb! Oh. Okay. Rein. Ich Nein. weiß nicht, naja. Ja, du wärst ein blaues Herz gewesen. Ja, ja. Naja. Hey, geil. Ja. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ja, Leute, es tut mir leid. Zumindest konnte ich den Boss Rush schaffen. Den Rest wollte ich ja sowieso bei Kane für Benny lassen. Ja, ja, genau. Du wolltest mir nur den Boss Rush machen. Das habe ich gemacht. Ja. Eigentlich hast du schon viel zu viel gemacht. Du hast sogar noch Isaac besiegt. Ja. Ah, das bringt uns auch nichts, weil der sowieso noch dahinter musste, der Lamp. Eigentlich zum Blue Baby, meine ich. Ja. Ja. Auf jeden Fall, beim nächsten Mal darf der Ben wieder ran. Genau, darf den Winstreak wieder auf 1 bringen. Wieder! Richtig, richtig. Und wir wünschen euch erstmal noch einen wunderschönen Tag und wir sehen uns dann morgen wieder. Bis dahin. Ciao.
Swing my bones, dig me out, then fill the hole. Tear me apart.